Willkommen bei 4x4 Passion. Mein Name ist Charlotte. Und ich bin der Lars. Und wir möchten euch gerne unser Weltreisemobil einmal vorstellen. Wir haben ein Amarok, VW Amarok mit einem Bimobil-Aufsatz. Das ist der letzte Pickup von Baujahr 2016 mit einem Single Cab. Diese Kabine ist für ein Single Cab relativ groß. Also man hat meines Erachtens ein super schönes, angenehmes Raumgefühl. Man hat einen guten Überblick. Das Fahrzeug, wie gesagt, Baujahr 2016, hat einen nur 2 Liter TDI mit 4 Zylindern, hat damals die höchste Motorisierung von 179 PS und ist natürlich immer im beladenen Zustand an der Grenze des Machbaren, aber ich muss sagen, trotzdem zu fahren wie ein Golf. Sehr, sehr angenehm. Mein größter Traum war immer, einmal die Panamericana zu fahren. Und damit fangen wir jetzt auch an. Und zwar wird jetzt auch in der kommenden Woche unser Amarok in Antwerpen verschifft nach Halifax. Und dann geht es einmal von Kanada an die Westküste hoch nach Alaska. Und dann werden wir wirklich die komplette Panamericana vom Norden über Mittelamerika nach Südamerika, nach Ushuaia fahren. Wir haben das Fahrzeug ein bisschen modifiziert. Hier sieht man schon einmal, wir haben aus Australien uns größere Außenspiegel anbauen lassen, um wirklich einen guten Überblick zu haben, auch mal bei engen Passagen. Dann haben wir den Reifenquerschnitt ein wenig erhöht, um ein bisschen Bodenfreiheit zu bekommen. Wir fahren dann hoch an der Ostküste nach Buenos Aires und verschiffen nach Kapstadt oder Port Elizabeth. Das müssen wir dann vor Ort einmal schauen. Wir werden das südliche Afrika bereisen, fahren dann am Osten des afrikanischen Kontinentes weiter hoch und werden dann, und das ist jetzt dein Traum, die Seidenstraße fahren. Also setzen dann über in die Türkei und fahren dann eben die komplette neue Seidenstraße, die jetzt eben auch komplett gehypt wird. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Hier sehen wir nochmal die Bulba von der Firma Ironman, einer 5,5 Tonnen Winde, darauf ein paar Scheinwerfer von Heller. Dazu noch eine Leitbar, ebenfalls von Heller, die wir oberhalb des Daches montiert haben, an die Dachreling. Die Dachreling ist auch eine Sonderanfertigung aus Aluminium von einem Schlosser, relativ leicht und kompakt gebaut. Und zusätzlich hat er noch einen 130 Liter Tank verbaut bekommen, einen Schnorchel, um Wasserdurchfahrten bis 80 cm durchfahren zu können. Das Fahrzeug ist ein 3,5 Tonner und wir haben eine Zulademöglichkeit von 700 Kilogramm, die wir jetzt auch gut erreicht haben. Und dann kommt wieder mein Traum und das ist dann Australien und Neuseeland. Und dann gucken wir mal, wo es dann uns weiterhin verschlägt. Einen kleinen Abstecher werden wir noch nach Japan machen, wovon Charlotte Familie lebt. Und da wir Fisch sehr gerne mögen, muss es natürlich mit einfließen. Genau. Also Japan wird auch noch mal ein Thema sein. Wir haben uns stolze Minimum 3 Jahre vorgenommen für die Reise. Also ich denke, dass ich mit 3 Jahren diese Reise nicht machen kann. Und wir wollen reisen und nicht rasen. Und wenn ich mir die Kontinente ansehe, mit diesen Weiten und das, was ich jetzt auch hier aufgebe, auch mit Freunden und Familie, was schwierig sein wird, denke ich, wird es mit Sicherheit weit über 3 Jahre gehen. Ja. Solange das Geld halt reicht. Genau. Lass uns doch mal reingehen.
Das hier ist unser neues Zuhause, in dem wir die nächsten 3 Jahre leben werden. Wir haben uns von 110 Quadratmeter auf 5 Quadratmeter runtergerechnet. Aber wie ihr seht, ist alles da, was wir brauchen. Wir haben hier eine Sitzecke und wir können sogar den Tisch runterfahren und das jetzt zu einer Couch machen. Wir haben hier die Küche mit 2 Gasplatten, die hier drunter sind. Wir haben einen 95 Liter Kühlschrank, was wir ganz großartig finden, mit einem Waschbecken, mit einem 60 Liter Wassertank. Das wird eine große Herausforderung. Da haben wir schon mal ein bisschen geübt und auch Erfahrung schon in Afrika gesammelt, wie viel Wasser wir verbrauchen. Und da werden wir uns wirklich sehr disziplinieren, wenn wir in Südamerika sind, dass wir wirklich sehr, sehr wenig Wasser benutzen, weil das Ziel von uns ist, es wirklich sehr autark zu sein. Wir werden nicht auf die Campingplätze fahren. Wir dürfen wild campen und deswegen haben wir uns auch einen Offroader gekauft, dass wir einfach die Möglichkeit haben, überall zu stehen, an Klippenrand zu fahren, auf dem Strand zu sein, und darauf freuen wir uns eben ganz besonders. Hier oben seht ihr unser Bett, unsere Kuschelecke, und mein Mann ist eben ein Hammer-Handwerker und der hat das Dachflächenfenster hier noch eingebaut und da vorne auch noch ein Seitenfenster. Damit haben wir einfach noch mehr Licht und auch ein bisschen Höhe nach oben gewonnen. Hier haben wir unser Badezimmer, was einmal ein Waschbecken, eine Dusche und ein WC hat. Wie lange plant man, sollte man planen, kann man so eine Weltreise planen? Wir haben festgestellt, dass das wirklich eine Typsache ist. Wir haben sehr viele Foren durchforstet, uns viele Internetseiten angeguckt. Das hat uns sehr geholfen. Das können wir auch wirklich jedem empfehlen, der eine Weltreise macht, sich die ganzen Blogs und auch sich mit den Leuten einfach zu connecten und denen auch zu schreiben. Wie war das für uns? Für uns war das wirklich so, wir gehören nicht zu der Fraktion, wir planen 2-3 Jahre. Wir haben vor 2 Jahren das Bimobil gekauft, weil wir das gesehen haben. Und dann war uns klar, wenn wir das kaufen, machen wir eine Weltreise. Dann stand das erstmal 1 Jahr bei uns auf dem Hof, weil wir voll gearbeitet haben und uns da erstmal nicht weiter drum kümmern konnten. Dann haben wir wirklich in einem Jahr mit auch viel Stress, aber auch viel Spaß, diese Weltreise geplant und sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wir verschiffen und wir fliegen dann unserem Bimobil hinterher. Und haben wir alles? Gute Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen auch dazu sagen, dass dadurch, dass wir in Nordamerika anfangen, sind wir auch echt entspannt. Das war wirklich eines der größten Investitionen und haben oben aufs Dach 3 Solarpaneele angebracht und können damit eine Woche komplett autark irgendwo in der Atacama-Wüste sein. Und ich zeige euch das mal. Und das Bimobil ist ja auch gepackt, weil wie gesagt, nächste Woche geht's schon los. Aber ihr seht hier unten die Monster-Technik, die wir hier haben. Das ist alles, was wir nachträglich haben einbauen lassen, mit 2 riesigen Batterien und dass wir 220 Volt Steckdosen haben, weil ich brauche natürlich meinen funktionierenden Föhn. Wir haben, und das werdet ihr nicht glauben, von jedem Land aus ganz Nord- und Südamerika Landkarten. Und die nehmen wir auch alle mit, damit wir wirklich die ganzen Offroad-Wege auch finden. Also das sind extra Karten dafür. Wir haben neue Navisas-Programme aufgespielt, was wir auch haben. Und das verlinken wir dann auch mit unserer Internetseite, natürlich versteckt. Von OrbitCare haben wir ein System eingebaut, dass man auf die Sekunde sehen kann, wo der Wagen gerade steht. Hat auf der einen Seite einen Sicherheitsaspekt, für uns hat es aber auch eben diesen Gimmick, dass wir das verlinken können auf unsere Internetseite und gerade Familie und Freunde wirklich in Echtzeit sehen können, wo wir gerade sind. Ausschlaggebend für den Kauf dieses Bimobils war, dass wir diese Hammer-Heckklappe haben. Und wie ihr seht, es ist nicht nur das Fenster, das wir aufmachen können. Wir können komplett die ganze Klappe aufmachen. Und das fanden wir so charmant, weil das auch eben bedeutet, wir können rückwärts an eine Klippe ranfahren, aufmachen, Sundowner, Gin and Tonic trinken und das Leben genießen, ohne dass wir vielleicht jedes Mal, wenn wir vielleicht auch nicht viel Zeit haben oder schnell dunkel wird, alles auspacken müssen, sondern wir holen uns draußen nach drinnen. Ganz großer Stress war, dass wir unser Haus verkauft haben, unsere beiden Autos verkauft haben, alles eingelagert haben.
Das darf man nicht unterschätzen. Wir sind hart im Nehmen, aber das hat uns schon sehr gestresst. Und wir haben die Route gut geplant, merken aber auch, es ist total wichtig, es nicht zu überplanen. Weil keine Weltreise macht Spaß, wenn man sie eigentlich schon 5-mal im Kopf ganz genau mit jeder Station durchgeplant hat, sondern genau das einfach auf sich zukommen zu lassen. Und wir haben einfach irgendwann aufgehört. Vielleicht kann ich noch einmal was zu den einzelnen Dingen sagen, die man berücksichtigen muss und wie man überhaupt da rankommt. Denn ich selber komme aus dem Baugewerbe und bin da zu Hause, habe quasi mit den ganzen technischen Geräten, die hier hinter uns verbaut sind, keine Erfahrung gehabt. Und was ich festgestellt habe, das Beste, was man machen kann, ist, dass man wirklich mit Menschen spricht, die es schon mal gemacht haben. Denn egal, was man und wo man und wie man es nachliest, das eine ist die Theorie und ich bin ein Freund der Praxis. Und es fängt wirklich an mit, welche Reifen nehme ich und wo lasse ich meine Alu-Heckbox bauen und welche Vorriegelungen habe ich hier. Von daher, jeder, der sowas irgendwie mal vorhat, dem kann ich einfach wirklich nur Treffen empfehlen, sich 4x4 Passion anzusehen und zu gucken, was gibt's von den Menschen zu erzählen, was haben die Menschen zu erzählen und sich da Tipps zu holen. Ja. Ich glaube, das war für uns ein Riesenschritt, dass wir heute überhaupt hier so stehen und das machen dürfen.